Ich wollte euch noch mal kurz ein kleines Update geben. Ich habe versucht, im Schlafsack zu liegen. Erstmal war es viel zu warm und zweitens Angriff der Killer-Moskitos hier. Ich habe jetzt ein Feuer angemacht, lasse jetzt immer ein bisschen irgendwas drauf kohlen. Jetzt geht es einigermaßen. Also hier der Raum hier drin ist safe. Da ist hier hinten auch deswegen extra diese Netzwand schon drin, damit da nicht ganz so viele reinkommen wahrscheinlich. Ja, was ich noch entdeckt habe, ich kann euch das noch mal eben zeigen. Ja, ist schon ein bisschen dunkler. Aber das können wir ändern. Da 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 da. Mit Flutlicht, aber das mache ich mal wieder schnell aus. Da ist mein Schlafplatz. Und jetzt ist er weg. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen hier mitten an der Ostsee. Tja, ihr könnt mich jetzt nicht sehen. Ich drehe uns mal wieder. Ich versuche das gleich noch mal irgendwie ein bisschen einzufangen. Ja, ich habe jetzt hier meine ersten 5 Kilometer gemacht schon. Wir haben jetzt 8:32 Uhr. Perfekt. Ja, ich bin heute Morgen früh aufgewacht, weil die Sonne so schön in den Shelter reingeschienen hat. Da habe ich gedacht, Mensch, quäl dich schnell. Nein, du musst mich nicht rausquälen, weil ich hatte voll Bock irgendwie, die Sonne schien da rein und voll Bock gehabt. Das hat alles gut geklappt. Ich bin jetzt wieder richtig im Bikepacking-Fieber angekommen. Das klappt jetzt morgens mit den Taschenpacken. Das geht, wenn man das ein paar Tage hintereinander macht, viel, viel schneller alles. Und deshalb bin ich so früh unterwegs. Ja, mein grobes Ziel ist heute bis kurz vor Flensburg zu kommen, dass ich so einen der letzten Shelter bekommen kann, die hier auf der dänischen Seite sind, zum Übernachten. Und wenn die Zeit passt, würde ich eventuell doch noch auch durchfahren bis nach Flensburg, wenn ich noch einen Zug bekomme. So ist der grobe Plan. Hier haben wir auch schon wieder Hinweisschilder auf den Ostküstenweg, Ostküstenroute, so heißt das hier. Und der werde ich folgen. Ich habe geguckt vorhin, das waren 69 Kilometer mit dem Auto. Und ich denke, über den Küstenweg, weil er die ganzen Buchten alles wahrscheinlich mitnimmt, werden das so, na, ich denke mal, 80 werden. Ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen. Ich habe Bock, ihr seid dabei, los geht's. Ja, Freunde, es ist echt ein Genuss hier heute Fahrrad zu fahren. Wir haben 9:52 Uhr und ich habe schon knapp 19,8 Kilometer. Es macht einfach voll Bock. Ist auch landschaftlich ganz anders als die Nordseeküste, weil hier sieht man ganz viele alte Bauerngehöfte. Ich habe gerade eins gesehen von 1809. Und das sieht man auf der anderen Seite nicht, weil da alles mit Ferienhäusern voll ist. Ja, ziemlich geil. Geht's auf ziemlich einsamen Landstraßen jetzt hier. Oh, jetzt muss ich die Kamera wegpacken, jetzt geht's wieder steil bergauf. Ja, Leute, ich mache jetzt gerade hier mal eine Pause. Das ist meine Oberschenkel, die brennen jetzt schon. Ich habe jetzt gerade geguckt. Ich fahre die ganze Zeit hier den Ostküstenroutenweg. Und das ist aber auch gleichzeitig mal eine Etappe der Tour de France gewesen irgendwie. Und ich kann euch sagen, das geht immer runter und wieder rauf, runter und wieder rauf. Also ich habe Höhenmeter jetzt schon, ich
kann es auch gar nicht sagen, wie viele, aber meine Wade ist gerade am Bluten. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so weit. Ich habe jetzt gerade erstmal hier kurz gepinkelt und meinen Helm alles abgetan. Jetzt werde ich erstmal kurz abchecken, wie weit ich es doch habe. Oh, müde bin ich auch. Wo ich noch was zu essen fassen kann. Und dann geht es gleich weiter. Ganz schön dicke Dinger, ne? Ich wäre auch gerne noch ein bisschen länger oder hätte noch ein bisschen mehr geguckt, aber der Rasenmäher, Mann, der geht mir auf die Nerven. Der fährt hier eine Runde um die andere. Also weiter geht's für mich. Weiter Richtung Süden. Da. Wir sind da. Oder ich bin da. Ja, mein letzter Shelterplatz auf dieser Tour. Der wird es sein, die Nummer 2. Sehr schön gelegen, sehe ich jetzt alles so richtig erst. Erst habe ich gedacht, es ist ein bisschen dunkel im Wald, aber wenn man hier auf diese Seite durch die Bäume durchguckt, kann man die Ostsee sehen. Ja, die anderen Shelter sind wohl auch noch ein Stückchen weit herunter, aber das Problem ist da, die haben kein Trinkwasser und ich habe Trinkwasser hier vorne, ist eine Zapfstelle und da mache ich mir jetzt erstmal meine Outdoor-Dusche voll und mache mich hier startklar und dann hole ich auch gleich wieder dazu und wir machen mal so ein bisschen Smalltalk-Tour, wie war sie und was war gut, was war nicht gut und sowas alles. Leute, was für ein wunderschöner Platz hier. Ja, habt's gesehen, mein Schlafsetup ist fertig, meine ganze vollgeschwitzte Wäsche und das Klammerzeug von heute Morgen habe ich nochmal zum Lüften hingehängt. Die Outdoor-Dusche heizt auch auf. Ja. Da stehen noch die ganzen Leckereien für heute Abend. Oh, ich habe noch was richtig Gutes. Ich hatte mir irgendwann mal, als ich mir was bestellt habe, habe ich hier, als ich mir mal hier Track and Eat bestellt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da war noch mal als Zugabe hier Zitronencreme dabei. Die gibt es heute Abend als Nachtisch. Zitronencreme. Ja, und wie immer, eine Cola gehört für mich auch dazu. Wenn ich mich so bewege, dann brauche ich abends immer viele Kalorien. Ja, und dann werden jetzt so die ganzen Reste, was ich noch habe, da sind noch ein paar Cracker und sowas, das wird heute Abend alles verputzt. Ja, und morgen ist es gar nicht mehr so weit. Ich weiß gar nicht, wie weit. Ich kann mal kurz, aber das kann ich auch gleich machen, euch gleich noch mal erzählen, wie weit das morgen noch ist. Aber das ist auch ziemlich cool hier, weil ich kann eigentlich hier direkt auf die Ostsee sehen. Ich weiß nicht, dass, ob man das hier so auf der Kamera im Hintergrund erkennt. Das, was da so blau erscheint, das ist die Ostsee. Ja, wie gesagt, ich hätte noch ein bisschen weiterfahren können. Da sind noch zwei Shelter richtig mit freiem Blick auf die Ostsee, aber die haben leider kein Wasser. Und da ich gerne vor der Reise morgen noch mal duschen wollte, ja, wenigstens so ein bisschen frisch sein. Dann ist das nicht mehr viel. Da komme ich morgen nicht großartig ins Schwitzen. Bevor ich dann in den Zug steige, habe ich mir noch so ein paar Sachen. Die sind noch einigermaßen sauber. Die kann ich mir für die Fahrt anziehen. Ja, morgen ganz entspannt. Ich hätte mich auch jetzt ein bisschen beeilen können. Dann hätte ich sehr wahrscheinlich noch, oder was heißt, bestimmt noch einen Zug nach Dortmund gekriegt. Aber dann hätte ich wieder da in Hamburg im Dunkeln umsteigen müssen. Aber ich weiß nicht, da habe ich nicht so einen Bock drauf. Als ich das hier gesehen habe, habe ich auch gewusst, dass das die richtige Entscheidung war. Noch einmal schön draußen schlafen. Hier ist auch ein geiler Buchenwald. Alles so richtig dicke Pinne, die hier stehen. Ja. Und so werde ich mir jetzt hier nochmal einen Abend geschmeidig verbringen. Hier nebenan. Den Shelter 1 hat ein Däne gebucht, der kam auch sofort schon ganz aufgeregt hier an und hat dann aber gesehen, dass
dass ich die Nummer 2 habe, weil ich natürlich wieder nicht gebucht habe, aber mir ist das scheißegal. Selbst wenn hier welche kommen, dann haue ich mich hier einfach mit meiner Matte irgendwo in den Wald. Auch nicht mehr schlimm. Letzter Abend, den lasse ich mich nicht vermasseln, von niemand. Ja, und so heißt es jetzt nochmal einmal Essen fassen, den Abend genießen und dann die letzte nach draußen auf der Tour in Dänemark. Mein Shelter-Nachbar, der guckt ein bisschen Fußball und da habe ich gedacht, kannst du auch einfach duschen. Ja, muss ich sowieso machen und so kann ich das jetzt eben schnell machen. Mit meiner Sea to Summit Outdoor-Dusche. Na, hier schon mal alles parat machen. Jetzt machen wir erstmal nur den Kopf. Ganz schön schattig. Ich muss sagen, gestern bei den Pfadfindern hat es besser funktioniert, wenn man das Ding aufhängt und sich von oben berieseln lässt und beide Hände frei hat. Seht ihr, ich habe mir jetzt einmal abgeduscht und sind bestimmt noch 1,5-2 Liter drin. Die lasse ich mir jetzt gleich noch übrig, um gleich, wenn ich mich abgetrocknet hat, mir noch einmal die Füße abzuspülen, bevor ich mir die Socken anziehe. Weil die sind jetzt ein bisschen mit Laub voll. Aber gewaschenes Laub. So Leute, ich trockne mich jetzt ab, ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Zack! Abenteuerdress an. Schwuppdiwupp. Und? Der Grund ist, haha, ein Weg mit Treppen. Nein, da oben war mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Der Shelter-Nachbar da, der ist am Fußball gucken und ja, das stört die Atmosphäre so ein bisschen. Aber das soll ja jeder machen, so wie er will. Weil ich habe hier diesen schönen Abstieg zur Ostsee gefunden. Hört mir kurz an, gut, dass ich hier noch meinen kleinen 10-Liter-Rucksack, diesen kleinen zusammenfaltbaren, habe ich natürlich auch mit gehabt, da habe ich mir jetzt eine Cola reingepackt und die trinke ich jetzt unten am Strand. Ja, kann man sehen, kann man die Ostsee auf jeden Fall, aber hier werde ich auf keinen Fall runtergehen. Da ist unten so ein schlammiges Uferstück, das passt auf keinen Fall. Da müssen wir noch mal ein Stück weiterlaufen. Aber ich sehe, hier unten ist so ein Bootshaus oder sowas, da kommen wir bestimmt runter. War schon wieder mal der Akku alle. Aber zum Glück einen vollen habe ich noch. Also ich kann heute Abend noch ein bisschen filmen und morgen früh die Fahrt bis zum Bahnhof kriegen wir auch auf jeden Fall noch hin. Ja, Leute, gerade unten am Wasser habe ich noch eine Stunde gesessen. War wirklich super. Aber hier ist wieder so viel Stadtlärm. Leider.
Es war super schön unten, aber einfach zu viel Rumgeschrei und Rumgegröle. So, wenn man dann so aus der Ruhe kommt, bringt einer das schnell aus der Ruhe. Ja, mein Shelter-Nachbar von dieser Seite, der hatte gerade mal versucht, ein Feuer anzumachen, hat es nicht hingekriegt. Dann ist er einfach abgehauen und hat gesagt, er geht nur unten ein bisschen ans Wasser und guckt da. Aber ich habe es angekriegt. Ja. Geht auch so. Da unten in den Shelter ist jetzt gerade noch ein Punkerpärchen eingezogen. Die sind bepackt wie die Packesel. Die haben überall Taschen, wo es Taschen rangeht, und die größten, die es gibt von allen. Aber nun, die sind unterwegs. Deshalb wollte ich jetzt da unten dann nicht stören. Aber das Feuer, das machte schon nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und wie gesagt, die ganzen Mücken sind hier erstmal weg. Der Qualm treibt genau in mein Shelter. Besser geht's nicht. Ja Leute, wenn jetzt nichts mehr passieren sollte, sage ich schon mal, wir sehen uns morgen auf den letzten 10 Kilometern oder 7 Kilometer bis nach Flensburg. Und ich sage schon mal gute Nacht und bis morgen früh. Glück auf, ihr Räuber. Guten Morgen, Leute. Ja, wir haben ja 10 vor 8. Und ich bin soweit startklar. Das Fahrrad ist gepackt. Hier liegt mein Rest, den ich jetzt noch kurz umschnallen muss. Und dann geht's nach Flensburg. Ja Leute, Zug erwischt, 8:45, perfekt. Bin ich pünktlich in Hamburg, dass ich den Anschlusszug auf jeden Fall kriege. Ich habe so viel Zeit eingebaut. Leider habe ich jetzt kein Frühstück mehr. Der Kaffee muss warten. Ja Leute, back in Dortmund. Ich habe es geschafft. Irgendwas stimmt mit Kamera nicht. Aber egal. Ja Leute, wenn euch die Tour gefallen hat, könnt ihr mir ja wie immer einen Daumen da lassen. Wenn ihr unserem Kanal weiterhelfen wollt, lasst ein Abo da, kostet nichts, tut nicht weh. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, Glück auf, ihr Räuber.